So, herzlich willkommen, liebe Traderinnen und Trader, zum SG Active Trading Webinar der Société Générale und Guidance. Mein Name ist Stefan Onjoni von der Société Générale und heute haben wir sehen schon da die Bilder, den Relais, Stefan und Ingmar. Grüßt euch. Ja, Ja, hallo. servus, Stefan, Schön, nur eine dass. Runde. Könnt ihr denn mein Bildschirm sehen? Wunderbar. Ja, den Slide sehen wir. Gut, habe ich schon mal besser gemacht als letztes Mal, wo dann nur alles schwarz war. Ja, das herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Heute zum zweiten Mal die Trading-Gruppe. Ingmar, ich höre, du bist im Urlaub. Trotzdem hier dabei. Ehrt dich sehr. Genau, ich bin gerade in Panama seit vorgestern. Oder vorvorgestern, glaube ich, mittlerweile schon. Sitze gerade ja, in meinem Zimmer, mit Blick aufs Meer bei ungefähr Schön, 30 Grad und werde schön. gleich eine Runde im Kanu Nee, nicht rumpaddeln. schlecht. Du hast und trotzdem hier bei uns im Webinar bist du trotzdem Ja, dabei. Ich kann natürlich. es mir gerade ganz, ganz gut vorstellen. In Blümchen und Unterhose hätte ich schon fast gesagt. In Blümchen, Genau. Badehose, mit Cocktail, Sonnenbrille, Blick aufs Meer, braun gebrannt schon nach 2 Tagen. Und So ungefähr sieht's aus. nach dem Braun Paddeln, gebrannt bin ich kennst du noch nicht. nicht. Nach dem Paddeln geht's dann Briefkastenfirmen checken. Ja, in Ja, Panama, genau, das habe oder? ich. Das Hast du sage ich mal vor? direkt dazu. Ich bin in Panama, aber im Urlaub. Weil Ja, genau. da kam schon mehrfach die Rückfrage, als ich E-Mails beantwortet habe, was ich genau in Panama gerade mache. Ist ja in aller Munde, von daher sage ich es mal direkt dazu. Ich bin wirklich nur im Urlaub hier. Also Reisegepäck besteht nicht nur aus Aktenkoffern. Nee, genau. Okay, sehr, sehr schön. Ja, das wird nochmal kontrolliert, du. Nee, wunderbar. Schön, dass du trotzdem dabei bist, lieber Ingmar. Wir haben eine nächste Stunde spannende Themen wieder. Ingmar, du wirst wie gewohnt einen kleinen Rückblick machen zum letzten Mal. Ich glaube, vorletztes Mal waren wir vor 3 Wochen wieder zusammen, wart ihr da mit ein paar Marktanalysen. Heute wieder spannende dabei. Einmal Platin haben wir, einen ja, sogenannten Jahresendtrade. Sehr spannend. Vor allen Dingen, wenn man sich die statistische Wahrscheinlichkeit anschaut für so einen Trade auf Platin per Jahresende, aber dazu dann später mehr. Und Euro-Dollar, darum geht es dann nachher auch nochmal. Einen spannenden Trade, den man jetzt ja sogar, wenn es aufgeht, in den nächsten Tagen machen kann. Platin dann fürs Jahresende. Tja, bevor es losgeht, die rechtlichen Hinweise, wie immer, wir richten uns an Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten. Und wenn wir ein Produkt erwähnen, dann ist es keine Anlageberatung. Immer ganz wichtig zu berücksichtigen bei Hebelprodukten das Totalverlustrisiko und das Emittentenrisiko. Das muss natürlich auch genannt werden. Ja, Ingmar, willst du kurz einen Rückblick geben von unserem letzten Webinar von vor 3 Wochen, wo wir ja den DAX hatten und Gold, meine ich, oder? Genau, richtig. Ah, okay. Genau, kurz auch zur Erklärung. Wir werden es jetzt immer so machen, dass ich bei jedem Webinar noch einen kurzen Rückblick gebe auf das vorhergehende Webinar und kurz sage, wie die Strategien funktioniert haben oder eben nicht funktioniert haben, damit Sie eben besseren Einblick darauf haben, wie wir genau vorgehen und wie unsere Strategien halt in der Vergangenheit performen konnten oder eben auch nicht, falls ein Trade nicht aufgegangen ist. Beim letzten Mal, als Stefan hat schon gesagt, hatten wir uns da und Gold angeschaut und bei Gold hatten eben die Vorfilter laut René angezeigt, dass wir einen Short-Einstieg suchen sollten. Laut Stefan mit einem Stop-Buy bei 1255 US-Dollar, mit den Zielen bei 1200, 1180, 1120 und 1060 US-Dollar und einem Stop bei 1316. Sie sehen ganz unten den aktuellen Kurs von heute Mittag. Da stand der Goldpreis bei 1264 und im nächsten Chart können Sie das Ganze dann auch nochmal eingezeichnet sehen, dass eben diese Strategie noch gar nicht zur Ausführung kam. Denn wir wollten eben erst einsteigen, wenn es ein neues Zwischentief gibt, also die 1255 berührt werden bzw. durchbrochen werden. Dann werden wir eben in ein Short-Produkt einsteigen. Und Sie sehen blau eingekreist den Tag des Webinars oben im Chart. Und was zu erkennen, der Goldpreis ist zunächst etwas seitwärts gelaufen und kommt in den letzten Tagen etwas zurück. Aber wie gesagt, das Stop-Buy-Limit wurde noch nicht getriggert. Von daher kam es hier auch nicht zu einer Ausführung. Wir werden aber das Limit weiterhin im Markt liegen lassen mit 1255, denn wir gehen davon aus, dass eben der Goldpreis weiter unter Druck kommt, sollte dieses Level berührt werden.
Als zweite Strategie hatten wir dann noch einen DAX-Short vorgestellt. Auch hier hatten die Vorfilter laut René einen Short-Einstieg angezeigt. Wir sollten einsteigen, laut Stefan, auch hier mit einem Stop-Buy und in diesem Falle bei 12.850 Punkten mit den Zielen bei 12.500, 12.000, 11.400 und 10.800 und einem Stopp bei 13.100 Punkten. Und das ist das, was ich anfangs sagte. Es gibt natürlich auch Strategien, die nicht funktionieren, denn hier sehen wir eben die blaue horizontale Linie, das waren die 12.880, das ist das Stop-Buy-Level, was wir gesetzt hatten, das Stop-Buy-Limit. Das wurde getriggert, aber kurz danach ist der Markt wieder nach oben gedreht und wir haben eben die 13.100, also unser Stop, berührt bzw. überschritten und sind sozusagen dort direkt wieder aus dem Markt rausgeflogen. Jetzt wäre natürlich an dich, Stefan, die Frage, da wir diesen Trade jetzt ja nicht mehr im Portfolio haben, wie man jetzt beim DAX genau vorgehen könnte oder sollte, weil den DAX natürlich sehr viele Teilnehmer interessieren. Vielleicht kannst du da mal einen ganz kurzen Ausblick oder eine Einschätzung aus charttechnischer Sicht geben, wie es da momentan aussieht, weil in letzter Zeit oder letzten Wochen sieht es ja eher danach aus, dass der DAX nur seitwärts notiert und seitwärts läuft. Von daher wäre da mal ein kurzes Update ganz gut. Und wenn wir das gemacht haben, gehen wir dann auf die neuen Strategien ein. Stefano hat es eben schon gesagt, wir fangen dann mit Platin an. Und ja, da wird René eben die Vorfilter zeigen. Aber zuvor, Stefan, kurz eine Einschätzung zum DAX. Ja, hallo, auch nochmal von meiner Seite. Ganz kurz zu meiner Vorgehensweise. Also wenn wir das jetzt in dem kommenden Jahr auch einigermaßen regelmäßig machen, wird man das schon mitbekommen. Ich versuche immer über die Charts dann auch ein Timing zu konstruieren, wo es eben sinnvoll ist, dann einen Einstieg oder einen Ausstieg zu wählen und beginne da immer mit übergeordneten Ebenen in der Regel, also Monats-, Wochenchart, Tageschart und geht dann in der Regel sogar bis auf den Stundenchart runter. Und dann sieht man, wie sich das eine oder das andere Signal dann bestätigt in den verschiedenen Ebenen, so dass man dann eben eine Überschneidung hat und es entsprechend aussagekräftig ist. Das vorausgeschickt zu meinem Teil des Webinars, was ich jetzt hier aufgerufen habe, das ist der DAX auf Tagesebene. Und wir hatten das letzte Webinar ungefähr hier, wo ich jetzt gerade einzeichne. Und waren die Kurse natürlich, da war es ein bisschen schwierig, einen Stoppkurs zu wählen, weil ich das eben nur aus der Vergangenheit rausmachen konnte. Und den hatte ich da über diese Zwischenhochs vom Oktober gelegt. Ich gehe gerade mal eine Ebene tiefer, das ist jetzt nicht verwirren lassen. Eine andere Software, aber da habe ich es im Detail jetzt nochmal drin. Und zwar, wie gesagt, im November hatten wir, das war so um den 15. rum, da sind wir hier etwa gewesen, beziehungsweise der 16. wäre dann hier gewesen mit dem, wo das Limit dann gezählt hat. Und da war halt eben, wenn ich das jetzt mal so sehe, da gab es jetzt nicht wirklich viele Punkte, an denen ich mich orientieren konnte und das war eben der einzige, war eben das vorausgegangene Hoch. Und das haben wir leider dann auch gerissen. Wir sind hier Anfang Dezember reingekommen und hatten hier wirklich ganz kurz diese 13.100 dann im Anschluss dann gerissen, sodass wir etwas unglücklich rausgekommen sind. Allerdings sind Stoppkurse da auch dafür da, dass man eben Risiken begrenzt. Da kann es auch mal sein, wenn man gerade so an der Trendwende ist oder an der möglichen Trendwende, dass da man mehrfach mal versuchen muss, in den Markt reinzukommen und immer mit engem Risiko. Denn ich verliere lieber dreimal einen kleinen Betrag als einmal einen riesigen Betrag und der bringt mich dann finanziell natürlich um. Da komme ich da nie wieder raus. Deswegen so viel mal vorausgeschickt zu den Stoppkursen. Ich werde auch nachher mal erklären, wie man Stopp oder wie ich Stoppkurse setze, weil es auch immer so ein großes Thema ist. Oder wie ziehe ich die denn nach, wenn ich in der Position drin bin? In dem Fall, wie gesagt, sind wir raus jetzt momentan und ich habe hier auch mal so einen ganz kurzfristigen Abwärtstrend eingezeichnet. Da sind wir jetzt am oberen Ende wieder dran. Wir hatten hier eine Bestätigung und laufen gerade hier so wieder ran an die Linie. Und da wird es dann vielleicht Sinn machen. Ich mache mal ein paar Linien weg, damit man mehr erkennen kann. Da wird es dann Sinn machen, dass man vielleicht so knapp unter der 1350, 60, so in dem Dreh rum, dass man es da nochmal versucht und dann mit einem Stoppkurs so bei 13.150 ganz knapp. Wenn dann der zweite versucht, da ist kein großes Risiko drin, das sind 100 Punkte Risiko in dem Trade.
um dann halt, wenn der Kurs hier wirklich drehen sollte, dass man dann entsprechend mit dabei ist. Wenn es das letzte Zwischenhoch, das mache ich mal rot, dass man es besser erkennen kann, wenn das überschritten wird und dann habe ich halt eben ein Kaufsignal an der Stelle und dann sieht es danach aus, als ob der Kurs weiter nach oben geht. Deswegen hier immer bei so Trendwenden mit engen Stops arbeiten, denn wenn dann wirklich die Kaufsignale auftreten in die Gegenrichtung, dann kann es oftmals auch relativ schnell gehen. Und dazu noch der Hinweis, wir hatten ja die Entscheidung am Freitag zu der US-Steuerreform, die steht jetzt, also das ist vom Senat entschieden worden, ist allerdings noch nicht endgültig, weil jetzt das Repräsentantenhaus noch zustimmen muss, beziehungsweise ihren Vorschlag mit dem vom Senat verabschiedeten vereinen muss. Und da ist aber eine Entscheidung noch vor Weihnachten zu erwarten und dann dürfte der Markt einen entsprechenden Impuls bekommen. Die Frage ist jetzt nur, nach oben oder nach unten, denn alleine die Entscheidung im Senat hat jetzt nicht wirklich ein Kaufsignal hervorgebracht, da diese Reform ja auch protektionistische Züge mit sich trägt. Also das muss man sich dann genauer angucken. Und deswegen, ich weiß nur, da wird wahrscheinlich ein Impuls kommen, nur wie sich der am Markt auswirkt, das steht noch in den Sternen. Deswegen auch da nochmal der Hinweis, mit engen Stops arbeiten. Aber ich wiederhole es jetzt nochmal am Ende. Wer das denn möchte, dass er auf eine entsprechende Position, auf eine Short-Position setzt, so bei 1350 und dann bei 13.150, dann der entsprechende Ausstieg. Gut, das wäre es von meiner Seite soweit. Und jetzt würde ich an den Ingmar übergeben oder an René. Ich glaube, Ingmar paddelt schon. Okay, Ich glaube, also dann ich bin übergebe da, ich an. aber kann direkt Ah, an Ingmar ist René noch da. geben. Okay. Okay. So, auch von mir, hallo in die Runde. Wir beginnen mit Platin. Wir schauen uns zunächst einmal den saisonalen Chart an. Der Trade, von dem wir sprechen, der wirft seine Schatten voraus. Der wird normalerweise erst in etwas mehr als 2 Wochen aufgemacht. Hier steht es drin, Einstieg ist hier saisonal optimiert der 21.12. Und die Hälfte wird Mitte Januar verkauft, die andere Hälfte im Februar. Wenn man durch 3 oder 4 teilbare Einheit handelt, kann man sogar noch bis in den April hinein versuchen, einen Teil zu halten. Diesen Trade mache ich selbst seit jetzt knapp, glaube ich, 12 Jahren, wo ich in Real handle. Und wenn man das Ganze zurückverfolgt, wie das über die Dekaden gelaufen ist, dann hat das in 40 von 40 Fällen funktioniert, also über 40 Jahre. Natürlich muss man auch da so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es wäre halt einfach unvernünftig, bei 40 Einzelfällen, auch wenn das natürlich jetzt 40 Jahre sind und wenn das toll ausschaut, aber es sind im Endeffekt dennoch 40 Einzelfälle. Und vor allem muss man halt auch berücksichtigen, hinter Saisonalitäten stecken immer fundamentale Einflussfaktoren und die können sich natürlich verändern mit der Zeit. Da haben wir beim letzten Mal auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass solche fundamentalen Effekte wandern, dass die sich abschwächen können, weil gerade jetzt im speziellen Fall bei Platin ist es so, Platin und Palladium, die sind ja ganz ordentlich korreliert. Ich will jetzt nicht sagen super stark korreliert, aber die haben eine ganz ordentliche Korrelation. Was daran liegt, dass beide in der Autoindustrie verwendet werden, und zwar bei Katalysatoren. Es gab in der Vergangenheit, das ist so das, was man oberflächlich weiß, die Substitution, wenn ein Preis, zum Beispiel der Platinpreis, sehr, sehr teuer geworden ist, dann hat man gesagt, okay, das ist jetzt zu teuer, hier Platin zu verbauen, wir verbauen jetzt Palladium in den Katalysatoren. Und umgekehrt war es dann genauso, wenn man eine Situation hatte, wo der Palladiumpreis sehr, sehr teuer geworden war und Platin war vergleichsweise günstig, dann hat man gesagt, okay, sind nicht die gleichen Eigenschaften, nicht genau gleich, aber ähnlich. Also nehmen wir Platin, was ein bisschen weicher ist, was ein bisschen weniger robust ist für solche industriellen Verwendungen. Das gab es in der Vergangenheit. Wenn man genauer in die Fundamentalseite blickt, dann weiß man aber auch, dass Platin primär in Dieselkatalysatoren verbaut wird und dass Palladium primär in Benzinkatalysatoren, respektive auch in Hybridtechnologie verbaut wird. Und deshalb haben wir natürlich auch aus fundamentaler Sicht
eine vollkommen logische Entwicklung in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren gehabt, dass Palladium sich stärker entwickelt halt als Platin. Und wenn man jetzt einfach blind sagt, okay, es hat in den letzten 40 Jahren funktioniert, ich gehe jetzt wieder long im Platin und haue alles rein, was ich habe an Geld, wäre das einfach unvernünftig, weil sich natürlich fundamentale Begebenheiten verändern können. Zum Beispiel, wie wir es jetzt auch erleben, dass tendenziell eher so der Trend dahin geht, wenn es auch erst seicht losgeht, aber dass der Trend dahin geht, dass man Dieselkatalysatoren bzw. Dieselfahrzeuge doch eher vom Markt so ein bisschen verdrängen möchte, beziehungsweise sie raushaben möchte, auch aus den Städten. Und von daher könnte das durchaus sein, dass sich dieser saisonale Effekt ein bisschen abschwächt. Aus dem Grund, es ist ein starker Effekt, ich handle das auch, aber wir müssen da natürlich berücksichtigen, dass dennoch ein gesundes Risikomanagement, was die Einsatzhöhe angeht, gefahren werden sollte. Hier ist mal die Relation, bevor wir auf den COT-Chart gehen, hier ist mal die Relation Platin gegen Palladium. Und da sehen wir, das ist der Spread, also einfach die Differenz, die nominale Differenz zwischen Palladium und Platin. Und da sehen wir, dass der Palladiumpreis ganz, ganz selten nur überhaupt teurer war als Platin. Platin ja auch nicht nur in der Industrie, sondern auch in der Schmuckindustrie verwendet. Von daher naturgemäß immer teurer gewesen. Es gab dann um die Jahrtausendwende, und das ist das Spezielle an der aktuellen Situation, es gab um die Jahrtausendwende herum eine temporäre, zeitlich begrenzte Phase von knapp 2 Jahren, in der Palladium teurer war als Platin. Und davon ausgehend gab es einen brutalen Einbruch. Also da hat sich Platin sehr, sehr viel besser entwickelt als Palladium. Wäre jetzt auch wieder interessant, in diese Richtung zu wetten. Ich würde aber jetzt schon mal ganz, ganz sicher davon ausgehen, dass diese Entwicklung nicht mal ansatzweise so stark laufen wird wie damals, weil sich einfach fundamental etwas verändert hat in diesen Märkten. Und man muss auch wissen, wenn dieses Industriemetall, dieses rein oder fast nur industriell genutzte Metall Palladium, wenn das sich verteuert hat gegenüber dem Platinpreis, und wenn es höher notiert als Platin, dann haben wir eine Sondersituation, und Sondersituationen bringen immer riesige Volatilität mit sich. Das heißt, man muss auch mit Schwankungen rechnen, die allein in der Relation mehrere hundert Dollar bringen können, also in der Relation Platin versus Palladium. Von daher ist es auch keine Sache, die man jetzt mal so locker aus der Hüfte schießen sollte. Deshalb ist es ein saisonaler Trade, der attraktiv ist. Aber mit moderatem Einsatz, mit normalem Einsatz sollte der gefahren werden. Und ich muss ganz kurz auf den Guidance-Desktop wechseln und dann schauen wir uns mal die COT-Daten für Platin an. Wir sehen hier den Platinpreis im oberen Fenster. Darunter sehen wir den klassischen COT-Report, den alten COT-Report. Da sehen wir die großen Spekulanten, das sind die Fonds mit der blauen Linie. Und wir sehen die Commercials. Das ist diese magentafarbene Linie. Commercials sind zuletzt am Absichern gewesen, verstärkt am Absichern gewesen. Die Fonds haben hier angefangen zu kaufen, hat sich im Preis jetzt aber nicht wirklich doll niedergeschlagen. Bislang, wenn man den neuen Report, der etwas detaillierter ist, neuer Report, den gab es ab 2006, da hat man dann das Lager der Commercials nochmal aufgesplittet und hat dann dort die Swap-Dealer, die in einigen Märkten sehr, 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 sehr dominant sind, die Produzenten und das Managed Money, also die Fonds, die Banken, die Investmenthäuser auseinandergedröselt. Und da sehen wir hier bei Platin, dass wir zuletzt gesehen haben, dass, wie gesagt, die Produzenten sich stärker abhedgen, die Swap-Dealer am Hedgen sind und dass das Managed Money, also die Fonds, in den Markt eingestiegen sind. Bislang, wie gesagt, hat sich das nicht allzu stark ausgewirkt auf den Preis, also nicht allzu positiv ausgewirkt auf den Preis. COT-Daten sind also nicht allzu bullisch. Auch das lässt Rückschlüsse zu, welche Einsatzhöhe man fahren kann, nämlich eine moderatere.
Wenn wir, manchmal haben wir Situationen, da sehen die COT-Daten zu dieser Jahreszeit unheimlich bullisch aus. Und dann kann man natürlich auch ein bisschen höhere Einsätze fahren. Im Moment würde ich bei diesem Trade erstens mal ist da noch ein bisschen Luft, also ein bisschen Zeit hin, bis dieser Trade dann wirklich saisonal auch akut wird. Aber ich würde auch generell dazu raten, jetzt in dieser Situation eine moderatere Einsatzhöhe zu fahren, weil einfach abgesehen von diesem saisonalen Muster haben wir von den COT-Daten her und auch von der fundamentalen Lage gegenüber Palladium zum Beispiel, haben wir einfach bei Platin keine super bullische Situation. Deshalb saisonaler Trade, weil er einfach einen Gewinnvorteil hat, der recht groß ist, ist absolut legitim und wird auch von mir dieses Jahr wieder gemacht werden, aber mit moderater Positionsgröße und mit auch moderatem Hebel beziehungsweise ordentlichem Abstand zu einem Knockout würde ich jedenfalls raten dazu, weil man in solchen Situationen auch damit rechnen muss, dass es ein bisschen volatiler zugeht und dass man dann blöd rausgehauen wird aus einer Position, gilt es natürlich zu vermeiden. Das soll es hier zu diesem Markt von mir gewesen sein. Ich gebe weiter an den Stefan. Dann können wir dich ein bisschen entlasten, René, den Frosch aus dem Hals rauskriegen, einen Schluck Wasser. Danke. René, eine Frage habe ich noch am Ende. Der saisonale Trade, den du machst, kannst du da vielleicht noch mal etwas genauer auf das Datum eingehen? Dann wäre das vielleicht für alle Zuhörer, Zuschauer mal ganz interessant, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Also zumindest den Einstieg. Ja. Hatten wir ja gesagt, 21.12. ist der saisonal optimierte Einstieg. Genau, und die erste Tranche würde dann verkauft irgendwann im Mitte Januar, genau. Mhm. Mitte Januar, Mitte Februar. Okay. Es ist jetzt momentan natürlich folgendes Problem, dass wir jetzt das letzte Webinar vor Weihnachten haben und das nächste dann erst am 10. Januar. Bis dahin ist natürlich der 21. Januar schon vorbei. Und da ist es ein bisschen schwer jetzt zu schätzen, wo der Kurs natürlich am 21. Januar ist, am 21. Dezember ist. Deswegen gibt es jetzt zwei Varianten, da einen Trade aufzubauen. Das eine ist einfach, man kauft, egal wo der Kurs ist, dann am 21. Januar und lässt den Stoppkurs mal außen vor und würde dann eben Mitte Januar, das sehen wir uns vorher nochmal, dann eben den Trade weiter verfolgen. Wem das zu riskant ist, ohne Stoppkurse zu arbeiten, also ich habe mir da auch lange dazu Gedanken gemacht, wie man da eine Strategie daraus basteln könnte. Problem ist halt dabei, dass dann beispielsweise ein Stoppkurs ausgelöst werden könnte, der nach dem René seiner saisonalen Strategie dann eben noch drin wäre. Allerdings muss man da halt eben dann auch mit größeren Schwankungen rechnen. Deswegen habe ich jetzt nochmal eine andere Strategie mitgebracht. Wie gesagt, es gibt beide Möglichkeiten. Kauf am 21. Dezember und dann warten bis in den Januar. Und da wird man dann am 10. Januar dann nochmal erklären, wo man da eben den nächsten Ausstieg dann planen. Oder aber, was ich jetzt eben dann vorstellen möchte. Was ich hier eingezeichnet habe, mal diese gelben Ellipsen, da sieht man dann immer, wie dieser Trade in der Vergangenheit aufgegangen wäre. Und man sieht hier sehr schön, wie jetzt zum Beispiel zum Jahreswechsel 07-08, da gab es natürlich eine sehr, sehr steile Bewegung nach oben oder auch 05-06 hier. Da gab es ebenfalls eine sehr steile Bewegung und da gibt es immer teilweise Jahre, hier auch jetzt 9-10 oder hier unten mal 15-16. Da gibt es teilweise wirklich sehr ausgeprägte Trends, wo man dann wirklich sehr, sehr schöne Gewinne mitmachen kann. Und dann gibt es eben durch den gestaffelten Verkauf, was René schon erwähnt hat, gibt es dann immer noch oder gab es in der Vergangenheit in der Regel die, ja, es ist eigentlich kein Trade richtig schief gelaufen dabei mit diesem saisonalen Muster. Im schlechtesten Fall ist man mehr oder weniger 0 auf 0 rausgekommen. Und deswegen ist der, also dieses saisonale Trading Setup schon interessant. Aber da jetzt der eine oder andere mit der war
ist, der uns nicht kennt und der diesen Trade auch nicht kennt, den wir normalerweise an der Stelle immer um die Jahreszeit vorstellen. Deswegen, wie gesagt, jetzt noch eine zweite Strategie dazu. Und das war jetzt hier zunächst mal der langfristige Chart auf Monatsbasis. Ich gehe jetzt eine Ebene tiefer, da erkennt man dann ein bisschen mehr Details schon. Das ist der Wochenchart über, seit 2010. Und was man hier sehr schön sehen kann, das ist eben so eine, langfristiger Abwärtstrendkanal. Der ist in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal bestätigt worden und auch nach unten hin. Und da würde ich jetzt, wenn man das, wie gesagt, sich nicht so ganz auf das saisonale, auf den saisonalen Trade verlassen möchte, und da mehr mit klassischen Dingen arbeiten möchte, wäre eben der Ausbruch über diese Trendlinie hier interessant. Der würde zwar auch beim saisonalen Trade wahrscheinlich passieren, allerdings hätte der saisonale Trade voraussichtlich eher den Vorteil, dass man es eben weiter unten abgreifen kann und so günstiger zum Zug kommt, wenn dann die Trendlinie überwunden wird. Wem das aber zu unsicher ist, weil, wie gesagt, die meisten wissen unsere oder kennen unsere Strategie ja nicht. Deswegen, wer auf der sicheren Seite eher bleiben möchte, der wartet eben den Ausbruch hier ab und würde dann über der Region um etwa 1025 US-Dollar eine Long-Position eröffnen. Gehen wir noch eine Ebene tiefer, da sieht man dann noch mehr Details dazu und da kommt es auch, was ich gemeint habe, dass der saisonale Trade eigentlich, so machen wir mal wieder alles weg, das ist alles ein bisschen zu groß geworden. Und so, jetzt, Moment, gleich haben wir es. Das Stefan, heißt, ich glaube, dein Mikro ist offen. Das heißt aber, Stefan, dass ich meine, wenn wir gut die Statistik haben wir von René gezeigt bekommen. Du guckst ja die in erster Linie die Chart-Analyse an. Du wirst ja nur noch oder der Trade würde nur noch bestärkt, wenn wir einen Ausbruch sehen über die bei dir ungefähr 1.000 US-Dollar etwas drüber. Wenn du da einen Kauf reingehst, also es wird nur noch mal bestärkt. Also man kann, wie du gesagt hast, auf die Statistik vertrauen. Ich, ich gehe da long rein oder für einen etwas konservativeren Trade verliere ich zwar ein paar Prozent, bin aber auf der sicheren Seite, weil ich wirklich auch die charttechnische Bestätigung habe, was ja gar nicht mal so verkehrt ist, ne? Kann man ja durchaus auch mal sagen. Genau, weil das Problem ist halt eben, was wir jetzt hier hatten die letzten Tage. Ich habe hier da ein klares Verkaufssignal, das hier unten ist immer, ich bringe den einfach mal so als Standardindikator mit, weil da kann man sehr schöne Divergenzen mit ablesen und das ist ein Trendfolgeindikator. Ich verwende den relativ gerne und in den verschiedenen Zeitebenen gibt er mir mehr Signale als jetzt so die Standardeinstellung in einer Zeitebene. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier haben wir ein erstes Verkaufssignal auf Tagesebene und man sieht hier auch sehr schön, wie der Kurs jetzt momentan runterkommt. Und da gehe ich jetzt nochmal zur Erklärung der Zeitebene oder zwei Zeitebenen. Ups, nach oben, genau. Und das hier ist jetzt im Prinzip diese rote Kerze, die man hier sieht, das sind diese paar Tage, wo ich jetzt gesagt habe, wo es nach unten geht. Würde das jetzt wirklich bis zum 21. Dezember hier noch weiter nach unten gehen, was ja durchaus sein kann, dann ist es natürlich für den, der nicht auf diese Strategie vertraut, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, dann in das fallende Messer reinzugreifen und zu sagen, na, ich weiß nicht, ob die da recht gehabt haben, die Jungs da, ich vertraue denen noch nicht so ganz. Und deswegen, ich persönlich würde dem saisonalen Trade folgen und würde dann am 21. eben die Long-Position aufbauen, eben mit dem höheren Risiko, das ich da drin habe, aber womöglich auch mit der höheren Chance. Wer dem aber nicht vertraut, wenn der Kurs jetzt hier irgendwo wieder nach oben geht und dann würde er über diese Trendlinie hier irgendwann mal steigen, beziehungsweise über dieses letzte, und das ist für mich immer wichtig, das letzte Zwischenhoch. Denn da bin ich auch an dem Punkt,
wo ich eingangs schon erwähnt habe, wie setzt sich ein Trend zusammen und wie kann ich eine Trendwende definieren. Und wer das halt eben abwartet, der verschenkt zwar hier einige Punkte, sollte aber dann trotzdem noch, wenn das wirklich mal bis in den März, April reingeht, dann schön dran teilhaben. Zu diesem kurzen Einwand, wie setzt sich ein Trend zusammen, muss ich mal gucken, welchen Chart das ich da am besten dafür nehme. Da können wir eigentlich den langfristigen Chart dazu ganz gut verwenden. Und so, dass man auch was sieht. Ein Trend setzt sich für mich immer zusammen. Also ich habe da lange geguckt, vor allem wenn man es programmieren möchte, ist es nicht ganz so einfach, als wenn man da optisch sagt, naja, hier und da habe ich ein Tief oder ein Hoch oder sonst irgendwie was. Und um Systeme zu testen, müssen sie für mich auch mathematisch eindeutig sein. Und deswegen ist es immer wichtig, das klar zu definieren. Ich habe halt einfach mich da an die Dow-Theorie angelehnt. Die sagt, ein steigender Trend setzt sich durch steigende Tiefpunkte zusammen und ein fallender Trend durch fallende Hochpunkte. Jetzt ist es, wenn man es wirklich programmiert, ist dann natürlich wichtig, in welchem Zeitpunkt sind diese Hoch- und Tiefpunkte aufgetreten. Und ich habe eben versucht, diese, sagen wir mal, markant zu definieren, was man auch so sehen kann. Ich habe hier beispielsweise ein markantes Tief. Oder ich hatte hier ein markantes Tief, was dann hier nach oben weitergegangen ist. Da wäre mein Stoppkurs jetzt knapp, also immer nicht an den Tiefs oder an den Hochs dran, sondern immer knapp darunter oder knapp darüber. Dann habe ich hier wegen mir noch ein markantes Tief. Ich bin also hier oben drin. Und je nachdem, wie volatil das die Sache dann wird, das kann man dann zu einem System kombinieren, wo man dann sagt, okay, volatiler Markt, mehr Risiko, muss ich gucken, dass ich das ein bisschen eingrenze. In jedem Fall, wie auch immer, wenn man jetzt so sagt, man hätte hier beispielsweise den Stoppkurs definiert, da geht man es jetzt nicht um den Ausstieg, sondern da geht man es mehr, da hätte ich jetzt spätestens da einen Trendwende. Und dann müsste ich über den letzten Hoch das platzieren. Da habe ich dann kein markantes Hoch und im Endeffekt hier unten habe ich dann wieder das Gleiche wie hier oben, eine große Volatilität, hätte dann eine Trendwende. Aber das lassen wir jetzt einfach mal aus, das wird zu weit führen, da kann ich ein eigenes Webinar dazu halten. Dann gucke ich halt in der Aufwärtsbewegung immer, wo sind die Tiefpunkte, wo kann ich mich absichern. Und wenn die dann gebrochen werden, dann habe ich eben eine Trendwende. Dann habe ich wieder das letzte Hoch, was hier irgendwie dann weiter nach unten geht, was dann letztendlich hier gebrochen wäre. Dann hätte ich wieder einen Abwärtstrend weiter nach unten. Und so kann man eben dann seine Stoppkurse entsprechend nachziehen. Das heißt, in dem Fall wäre ich jetzt hier auf langfristiger Ebene immer noch Short drinne. Und das nur mal so als Hinweis, wie kann man das machen? Ich werde es in den weiteren Webinaren auch nochmal an einem schöneren Chart erklären, wo man das besser erkennen kann, der zwischendrin nicht so viel Volatilität hat, weil je mehr Einflussfaktoren, das ich in so ein Trading-System reinnehmen muss, desto komplizierter wird es. Und ich möchte nicht, dass Sie da irgendwann heute Abend noch einschlafen dann. Okay. Kommen wir wieder sozusagen zu Medias Res. Also wir hatten hier diese Abwärtstrendbewegung, die hier angefangen hat, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie lange das die gehen wird. Die kann hier durchaus noch ein Stück runtergehen. Aber dann, wenn der Kurs nach oben geht und wirklich diesen Abwärtstrend nach oben durchbrechen kann, dann eröffnet sich auch weiteres Potenzial nach oben, weiteres Erholungspotenzial. Und da ist für mich dann immer wichtig, dass wir markante Hochpunkte überwinden. Jetzt wäre eine Variante, das ist sozusagen die sichere Variante, wenn man da sagt, ich möchte wirklich sicher gehen, dass eben der Trend überwunden wird, dann würde ich dieses markante Hoch hier auswählen. Das heißt, wir hätten ein Überwinden von 1.025 US-Dollar. Wer die ganze Sache etwas riskanter angehen möchte, kann auch dieses letzte Zwischentief wählen. Da sind wir hier irgendwo bei 960 ungefähr. Das ist gerade im Hinblick auf diesen Rücksetzer, der da noch ein bisschen gehen könnte, wäre dann das aus aktueller Sicht ein Hochpunkt, der eben markant dafür wäre. Und wie gesagt, wer diesen, da gehen wir jetzt gleich nochmal zwei Ebenen zurück. Oh, und jetzt habe ich ihn gelöscht. Moment. Da ist er wieder. Wer dann wirklich möchte, dass er über diesen langfristigen Abwärtstrendkanal, der durchaus über Jahre schon besteht, dass der da drüber geht und damit wird sich auch ein langfristiges Trendwendesignal ergeben.
Und der wartet dann eben ab über den Ausbruch von 1025. Es sind jetzt viele Varianten von dem Trading Setup. Ich habe das extra auch so gemacht, weil ich habe es ja schon erwähnt, viele kennen uns jetzt noch nicht, wie wir das dann im Detail machen. Und da ist das Vertrauen jetzt auch noch nicht so groß, wahrscheinlich in das fallende Messer reinzugreifen. Deswegen sozusagen die Plan B, die sichere Variante, wo dann letztendlich auch ein Gewinn wahrscheinlich zu erzielen sein wird. Aber man wartet halt eben die Signale ab. Gut, als letztes hier nochmal die Intraday-Variante. Das ist jetzt ein Stundenchart. Und da sieht man jetzt wiederum, das ist auch ganz interessant, wir hatten hier diese Bewegung, die ich schon im Tageschart gezeigt habe, wo es eben nach unten geht. Und wenn ich mir jetzt diesen Indikator anschaue, der ist hier zwar nach unten, beginnt jetzt aber hier so langsam schon so eine Art Stabilisierung. Kann natürlich sein, dass es noch weiter nach unten geht, aber vom Niveau her ist diese Region hier immer was, wo in der Vergangenheit dann eben auch entsprechende Trendwenden nach oben waren. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sich die ganze Sache hier auch jetzt stabilisiert und eben nicht mehr weiter nach unten geht. Ich kann es beim besten Willen nicht voraussagen, wo wir am 21. Dezember sind, deswegen die verschiedenen Varianten. Und jetzt würde ich am Ende nochmal die zwei Varianten wiederholen. Einmal den saisonalen Trade an sich, der rein ans Datum gebunden ist, der 21. Dezember eine Long-Position aufbauen, ohne Absicherung. Oder dann sozusagen die ja, etwas sichere Variante in Anführungszeichen, wo man dann einfach sagt, man wartet Signale ab. Da wäre, da gehe ich jetzt nochmal eine Ebene nach oben, dann kann man es besser erkennen. Der Stop bei eben, gehen wir noch eine Ebene nach oben, dann kann man auch die Kursziele besser sehen. Der Stop bei wäre hier bei 1025 und dann die Kursziele auf dem weiteren Weg. Da hätten wir irgendwo hier so die 1050, die 1100 wäre irgendwo mit drinne, die 1200 dann im weiteren Verlauf. Das sind immer so markante Hochpunkte. Und dann, wenn es noch weitergehen würde, dann hätten wir so irgendwo die Region hier um 1300, 1200, 50, 1300. Und wer dann wirklich ein kompletter Optimist ist und sagt, da haben wir eine klare Trendwende nach oben, da könnte auch wirklich die Region hier so um 1500 dann nochmal erreicht werden. Das ist allerdings, und das werden Sie, wenn Sie das nächste oder übernächste Mal mit dabei sind, ich werde auch immer so weiter entfernte Kursziele nennen. Das kann sein, dass die im besten Fall wirklich erreicht werden, aber ich rechne eher so mit dem vorletzten oder vorvorletzten Kursziel. Da bin ich mir relativ sicher, dass das dann erreicht werden kann, wenn die Signale auftreten. Und dann kann ich ja gucken, was ich dann mit der Position mache, wie ich die absichere oder ob ich da Risiko rausnehme. Und deswegen, da ist es immer wichtig dann, was wir ohnehin machen, dass wir die alten Positionen nochmal eine Rückbildung Betrachtung dazu machen. Okay, also ich wiederhole es nochmal am Ende. Stop bei 1025, Ausstieg 960 und die Ziele 1050, 1100, 1200, 1250 bis 1300 und würde jetzt dann an den Stefano übergeben. Bestens, vielen Dank. Ja, spannender, wirklich spannender Trade, den ihr hier vorgestellt habt auf Platin jetzt. Und die Frage ist natürlich dann, entweder wir haben die charttechnische Thematik, Ausbruch nach oben, dann gehe ich long rein, oder eben das Thema der Statistik, wie von René eben auch gerade vorgezeigt. Dann muss ich ab dem 21. Dezember reingehen, weil da die Statistik, die Ampeln auf grün sind, und sagen, jetzt long rein am 21. Dezember bis dann entweder Mitte Januar. Das werden wir dann in dem nächsten Webinar, wie du gerade gesagt hast, Stefan, auch dann nochmal aufzeigen, was wir mit euch haben. Das ist ja dann Anfang Januar. Und übrigens, ihr habt ja auch einen Guidance Desktop. Da werdet ihr sicherlich auch auf diesen Trade nochmal hinweisen, oder? Stefan? Ja, das können wir gerne machen. Ja, wir können es auch in dem Fall jetzt so machen, weil das ein zweigleisiger Trade irgendwo ist, ja, dass wir beide Varianten einfach mal fürs nächste Mal nochmal rückbetrachten und dann schauen, wie wäre denn der saisonale Trade aufgegangen und wie wäre jetzt die
sozusagen die bestätigte Variante aufgegangen. Und das wird für beide, je nachdem, wer das nachvollzieht, dann, dass wir das nochmal rückbetrachten. Also hier haben wir ja deinen Desktop. Ingmar hat auch einen. Wer will, unter Stefan Feuerstein bei Guidance oder der Ingmar Königshofen. Entweder beide oder einer von euch kann darauf ja nochmal hinweisen, wenn es dann soweit ist. Zum einen, wenn der Ausbruch da ist aus der Chart-Analyse oder eben wenn der statistische die statistische Wahrscheinlichkeit hoch ist, wie gesagt, ab dem 21. Dezember, wie wir uns dann verhalten, beziehungsweise, wenn wir dann im Januar rein sind, ob wir dann sogar den Stop-Loss ziehen oder rausgehen aus dem Markt. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Ja, die Frage ist jetzt, wie gesagt, wie gehen wir dann vor, wenn es soweit ist. Ich könnte jetzt über, nach wo sind wir, den Guidance Desktop von der SG Active Trading Webinar-Reihe die Produktsuche aktivieren oder, das möchte ich heute mal vorziehen, weil wir hier auch eine komplett neue Seite gerade heute ganz frisch gelauncht haben, uns ziemlich lange mit beschäftigt haben. Wir glauben auch recht gute Tools Ihnen zur Verfügung gestellt haben, gerade was die Produktauswahl angeht. Das ist ja im Grunde genommen das Brot- und Buttergeschäft von uns. Denn zu einem speziellen Analyse-Trading-Strategie auch das richtige Produkt schnell auszuwählen. Das haben wir unter sg-zertifikate.de. Schauen Sie mal rein, wie gesagt, ganz frisch heute gelauncht, veröffentlicht. Wenn Sie die Seite schon kennen aus der Vergangenheit, unsere alte Seite, und jetzt ganz frisch heute mal oder in den nächsten Tagen mit dieser Seite sich vertraut machen, geben Sie uns gerne Feedback, das können Sie hier unten machen. Unter diesem Link gehen Sie einfach auf Mehr erfahren, da kommen Sie direkt auf einen Online-Fragebogen bzw. Rückmeldebogen, einen Feedbackbogen, können Sie auch eine Kleinigkeit gewinnen für diejenigen, die daran teilnehmen. Würde uns einfach freuen, wenn Sie uns da ein Feedback geben, wie Ihnen die Seite gefällt. Aber kommen wir zum Platin-Trade. Das ist hier eine Schnellsuche, die wir aktiviert haben. Können Sie recht schnell hier den Basiswert auswählen. Hier haben wir schon mal die Top-Basiswerte, die interessieren uns jetzt nicht. Wir wollen dort die Rohstoffe. Also wählen wir Platin, wie gesagt, aus. Und dann habe ich hier schon die passenden Produkte mit den entsprechenden Hebeln. Und zwar nur Turbos in diesem Fall. Das ist eine Turbo-Schnellsuche. Und für so ein ganz klar, so ein Trade, sei es jetzt die statistische Variante, wo ich am 21.12. rein will, an Mitte Januar oder Mitte Februar raus, möglichst viel an Rendite mitnehme, da muss ich einfach über ein Turbo-Zertifikat hantieren, genauso für die Chart-Analyse auch, wenn ich den Ausbruch traden will, muss ich über ein Turbo rein und meine präferierten Turbos sind nun mal die Endlos-Turbos, die haben wir hier schon mal vorausgewählt. Jetzt haben Sie hier die Möglichkeit, über verschiedene Hebel sich das richtige Produkt auszuwählen. In diesem Fall würde ich es aber über Basispreis machen. Zum einen für den statistischen Trade hatten wir von René gesagt bekommen, naja, geht mal ein bisschen mit einem kleinen Puffer rein, also den Basispreis bzw. Stop-Loss nicht so nah auswählen. Momentan sind wir bei Platin, wir sehen es hier bei 902 US-Dollar, heute nochmal leicht minus 1,5%. Gehe ich mal so in Richtung 800 in etwa, also Basispreis bei 800 auswählen, dann gehen Sie hier mit der Maus einfach drüber, da sehen Sie hier die ganzen Details. Also der Preis 84 auf 86 Euro, 55.000 Stücke stellen wir hier auf der Geld und auf der Brief etwa genauso viel. Hebel 9, Basispreis wie gesagt 804 US-Dollar, momentan bei 900. Das ist ein etwas konservativeres Produkt, wie gesagt ein Hebel von 9. Klicke ich mal rein und da sehen Sie dann die ganzen Details, die Sie brauchen. Die Informationen zu den Handelszeiten, zu den Knockout-Zeiten. Ganz wichtig ist der Finanzierungszins. Der ist mit 4,18% vor allen Dingen deswegen hoch, weil der US-Dollar Libor einfach sehr hoch ist, also der Referenzzinssatz, der zugrunde gelegt wird. Also hier haben wir, glaube ich, doch schon einige Daten, die Sie wirklich auch brauchen, um dieses Produkt zu verstehen, handeln zu können. Mit der Möglichkeit, hier über Ihren Broker direkt zu handeln, ohne nochmal die WKN einzugeben, etc. Also ich glaube, schon wirklich so eine gute Grundlage, die wir Ihnen jetzt hier geschaffen haben mit dieser Seite,
um die Produkte gut zu finden, die Informationen zu haben, die sie brauchen, und dann auch wirklich direkt und sehr schnell zu handeln. Das Ganze natürlich auch online sehr smart aufbereitet, heutzutage halt auch natürlich wichtig. Also so würden sie vorgehen, wenn sie dann statt diesen statistischen Trade oder den Ausbruch handeln wollen. Beim Ausbruch, da hat der Stefan ja gesagt, 960 US-Dollar dann als Stop-Loss. Da sind wir natürlich drüber, ist klar. Diese Produkte haben wir momentan noch nicht, weil wir eben drüber notieren mit dem Stop-Loss. Die werden aber dann notiert, imitiert werden, wenn der Ausbruch kommt, bei 1025 ein Stop-Buy in den Markt, eine Limit-Order reinlegen. Dann haben wir dann dementsprechend auch Produkte, die dafür geeignet sind, dann wählen Sie bitte ein Endlos Turbo mit einem Basispreis bzw. Stop-Loss-Schwelle von 960 US-Dollar vor dem Hintergrund des Gap-Risikos, was Sie dann dadurch nicht mehr haben. Also, glaube eine ganz gute Möglichkeit hier per Jahresende sich vorzubereiten auf Platin, diesen statistischen Trade mal zu probieren. Wichtig dabei ist, kleines Risiko zu fahren, weil René hat es ja auch gesagt, Statistik ist schön und gut, aber es kann eben mal, das ist beim Roulette nicht anders, eben auch mal anders gehen. Statistisch sagt ja nicht, dass eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit ist. Eben immer kleine Summen hier investieren, um das Portfolio, das Depot nicht komplett zu verbrennen wegen eines Trades, der schiefgelaufen ist. So, und jetzt kommen wir, denke ich mal, zum nächsten Markt, und jetzt kommen wir zu Euro-Dollar und zu dir, René. So ist es. Ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten, aber so informativ wie nötig. Wir beginnen mit der Saisonalität, die schauen wir uns auch hier zunächst einmal an, und wir haben hier eine Grafik, die zwei Charts oder die zwei saisonale Linien beinhaltet. Die orangefarbene Linie ist der durchschnittliche saisonale Verlauf des Euros gegenüber dem US-Dollar für die Zeit 1997 bis 2006, also diese 10 Jahre. Und die grüne Linie, die zeigt den saisonalen Durchschnittsverlauf der jüngsten 10 Jahre, sprich 2007 bis 2016, inklusive. Und da sieht man, dass sich, das ist das, was ich vorhin auch meinte, dass sich natürlich in Märkten auch mal was ändern kann. Wir sehen hier zum Beispiel, dass diese Jahresendrallye im Euro, dass die in den 10 Jahren zwischen 1996 beziehungsweise zwischen 1997 und 2006 war die noch sehr ausgeprägt. Das haben auch sehr viele damals gehandelt, so dieses klassische Carry Trade Modell. Man geht long im Euro kurz vor Jahresende und short im Euro zum Jahreswechsel. Das hat sich zwar nicht komplett ausgehebelt oder ist jetzt nicht komplett negiert, aber es hat sich doch drastisch abgeschwächt. Das heißt also, wenn man jetzt irgendwann mal diesen Trade gelernt hat und hat gesagt, okay, ich nutze dieses saisonale Phänomen, da sind schon ein paar andere drauf gekommen und das hat sich einfach abgeschwächt. Das heißt, da ist eigentlich nicht mehr viel rauszuholen. Wir sehen in der jüngsten Vergangenheit, in den jüngsten 10 Jahren, sehen wir im Euro, dass er tendenziell ab Oktober bis in den Februar hinein eher schwächelt. Also so von Oktober bis Februar kann man sagen, natürlich mit ein paar Schwüngen auch, die in die Gegenrichtung zwischenzeitlich zeigen, aber Schwäche im Euro ab Oktober bis in den Februar hinein, das würde hier für die Short-Seite sprechen. Dann schauen wir uns einen Intermarket-basierten Forecast an. Wäre ein bisschen komplex, das zu erklären. Bei Währungen steckt immer dahinter, ich will es mal einfach machen und trotzdem ein bisschen Informationen rausgeben. Für Währungsentwicklung, wenn man die einigermaßen prognostizieren möchte, was auch nicht immer gelingen wird, manchmal liegt man auch einfach nur falsch, sind vor allem die Zinsentwicklungen des jeweiligen Landes wichtig. Und fließen natürlich oder auch wichtige Rohstoffe, die da in diesen Währungen gehandelt werden. Aber speziell Zinsentwicklungen, Zinstrends sind sehr, sehr wichtig. Und das fließt in diesen Forecast ein. Also in diesen Forecast fließen einfach fundamentale, wesentliche Einflussfaktoren ein. Und im Wesentlichen sind es Zinsentwicklungen. Und die schlagen sich am Markt dann mit einem Zeitversatz nieder, weil natürlich die Währung nicht bei der kleinsten Zuckung in einem Zinssatz sofort reagiert, aber wenn sich ein Zinstrend herausbildet, dann wird sich natürlich die Währung auch in einen Trend begeben. Deshalb funktioniert das grundsätzlich mit solchen Forecasts, aber es ist kein perfektes Instrument, aber man sieht die groben Schwünge
sind schon richtig vorgezeichnet. Hier oben ist der tatsächliche Verlauf des Euro. Hier unten ist der Forecast. Der läuft ungefähr ja, 10 Wochen in die Zukunft. Und da sehen wir, dieser Abschwung war korrekt angezeigt. Dann hier diese Erholung, die fiel moderater aus, aber die war da. Dann hier nochmal ein Abschwung, der wurde auch vorgezeichnet. Hier dieser Aufschwung war auch grob da. Und hier sehen wir, dass es ab Mitte November gen Süden gehen sollte. Und das bis in den Februar hinein. Das deckt sich auch mit der Saisonalität, obwohl es überhaupt nichts mit der Saisonalität zu tun hat, ist das also deckungsgleich. Und das ist immer eine ganz angenehme Geschichte, wenn mehrere Faktoren in die gleiche Richtung zeigen. Letzter Faktor, der von meiner Seite abzuklären ist, COT-Daten. Da sehen wir hier ein weit extremeres Bild, als wir es vorhin bei Platin gesehen haben. Wir sehen hier, dass die großen Spekulanten im alten Report hier blau dargestellt, im neuen Report sind die Asset Manager mit dieser ja, orange-gelbene Linie dargestellt. Die sind sehr hoch investiert. Das heißt, das große spekulative Geld ist investiert im Euro auf der Long-Seite. Und wenn das in der Vergangenheit der Fall war, dann gab es immer, das kann man hier sehen, kräftigere Abwärtsschübe. Oder zumindest im schlechtesten Fall, wenn man auf der Short-Seite investiert war, gab es Seitwärtsbewegungen. Auf der anderen Seite, Intermediate Dealer, die sind sehr, sehr stark abgesichert jetzt hier gegen fallende Notierungen. Und wenn man sich diese grüne Linie aus dem unteren Indikatorenchart anschaut, wenn die relative Tiefs hatte, jetzt ist natürlich ein sehr extremes Low, aber hier war ein relatives Tief, der Markt ging anschließend gen Süden, hier war ein relatives Tief, der Markt ging direkt gen Süden, hier war ein relatives Tief, der Markt bildete den Top aus, lief seitwärts und brach dann ein. Also in Summe kann man sagen, das ist ein sehr stimmiges Bild für eine Abschwächung des Euro. Seasonals zeigen gen Süden. Wir haben die Intermarkets, die auch gen Süden zeigen. Und wir haben die COT-Daten, die auch uns für die Short-Seite einladen. Von daher ist der Euro für mich gegenüber dem Dollar eher Short zu handeln. Und wir sind gespannt, wie sich das Ganze charttechnisch darstellt, was uns jetzt der Stefan näher bringen wird. So, jetzt müssen wir mal gucken, welcher Monitor das Richtige ist. So, jetzt müsste man den Euro-Dollar sehen, genau. Auch hier wieder zunächst das langfristige Bild insofern, dass man mal weiß, wo kommt der Kurs überhaupt her, welches ist ein übergeordneter Trend. Das kann ich alles, wenn ich nur den Tageschart betrachte, natürlich nicht sehen. Muss man auch nicht sehen. Klick mal lieber, Stefan. Jetzt sehen wir was. Jetzt haben wir es. Jetzt können wir es sehen. Danke. Okay, ja, da ist immer eine kleine Zeitverzögerung drin, von dem, wo ich es freigebe, ja, wahrscheinlich deswegen. Das ist dann übertragen. Ja. Also wie gesagt, die langfristigen Charts sind dafür gut, dass ich weiß, welche übergeordneten Trends gibt es und welche Signale habe ich denn wirklich auf langfristiger Ebene, wo ich dann sage, könnte sich daraus vielleicht wirklich eine übergeordnete Trendwende entwickeln oder ja, was ich dann eben in die unteren Ebenen mit reinnehmen kann. Das ist, wenn ich jetzt beispielsweise den Euro-Dollar nehme, dann hatte ich hier so, nach der Jahrtausendwende hatte ich hier so eine schöne Formation, die dann wirklich auf eine Trendwende nach oben hin gedeutet haben. Das sehe ich jetzt rein in den tieferen Ebenen so nicht und dann auch die entsprechenden Signale eben dann nicht so ganz dazu. Und was wir jetzt hier hatten, wir hatten hier mit dieser Seitwärtstendenz seit 2015 hier, hatten wir im Prinzip ein Kaufsignal, was allerdings nicht wirklich Dynamik bis eben zum Schluss jetzt sich entwickelt hat. Wir hatten hier durch diesen schwach ausgeprägten, deswegen gestrichelten Abwärtstrendkanal, da sind wir nach oben ausgebrochen. Da gab es ein bisschen Dynamik, die ist jetzt aber schon wieder eingeschlafen und jetzt wird es eben spannend dann. Und da gehe ich jetzt gleich noch eine Ebene tiefer. Das ist der Wochenchart und da haben wir jetzt, ich habe schon gesagt, die Dynamik ist etwas rausgekommen, sieht man hier auch schon am Indikator. Das ist so ein Niveau, wenn ich mal die Vergangenheit angucke, das waren immer so Niveaus, wo es dann doch eine Trendwende irgendwie nach unten gegeben hat. Und so wie ich es jetzt hier einzeichne, könnte also durchaus sein,
dass der Kurs hier wieder nach unten abtaucht. Sollte sich allerdings aus dieser Bewegung eine Art Konsolidierungsformation ergeben und der Kurs würde nach oben weggehen, dann muss man eben auf einen engen Stoppkurs achten. Und jetzt gehen wir noch eine Ebene tiefer, ne, dass man da in die Tagesebene, da sieht man da noch mehr Details. Und ich habe es schon erklärt, es könnte sich, diese letzte Tendenz könnte sich zu einer, ja, Schiebezone, wenn man das hier mitnimmt, als klassische Flaggenformation oder irgendwie sowas da entwickeln. Da ist eben wichtig, dass der Kurs hier zunächst mal nicht nach oben weggeht und schon gar nicht über dieses Hoch, was wir in dem Jahr gesehen haben. Deswegen ist da eine enge Absicherung wichtig. Würde der Kurs das allerdings nach unten auflösen und dann ist davon auszugehen, dass es eben weiter nach unten weggeht. Und guck mal ganz kurz nochmal in die Stundenebene rein, ob die da noch mehr Erkenntnisse bringt. Und da sieht man, was ich vorhin schon erwähnt habe, jetzt auf Stundenbasis hoch, tieferes Hoch, tieferes Hoch, tieferes Hoch. Da haben wir momentan noch eine Abwärtsbewegung. Wenn aber das letzte hier überwunden werden sollte, dann hätte ich da auf der Stundenebene eine Trendwende drin. Und jetzt beispielsweise hier war das letzte markante Zwischenhoch, hier und hier, und dann sind wir da nach oben rausgegangen, dann hatten wir die Zwischentiefs nach oben irgendwo, die sind dann spätestens hier unterschritten worden. Auch da sieht man eben, wie man dann Stoppkurse reinlegen kann. Aber in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit kommen wir zum Trading Setup. Ich habe hier mal eine Art Abfischen-Version gewählt mit ganz engem Stoppkurs. Und zwar, ich hatte es ja hier schon angezeichnet. Wir hatten hier so eine Art, ja, Konsolidierungszone. Und jetzt würde ich eben versuchen, beim Euro-US-Dollar knapp unter dem Hoch hier bei rund 1,1950 eine Long-Position, eine Short-Position mit Limit reinzulegen und die Absicherung dann allerdings ganz eng zu machen, und zwar knapp über diesem Hoch, was wir hier hatten, bei rund 1,2120 müsste das sein oder 1,2150, du musst jetzt nochmal genau nachgucken. Allerdings dieses letzte Zwischenhoch wäre hier eben die richtige Marke zum Ausstieg. Und dann nach unten hin hätten wir natürlich zunächst so die 1,15, wo man hier eben sieht, da gab es in der Vergangenheit immer wieder entsprechende Hoch- oder auch Tiefpunkte, je nachdem, wie weit das man in der Vergangenheit zurückgeht. Dann im weiteren Verlauf haben wir die 1,13. Da gab es auch gewisse markante Hochpunkte und die 1,11 und dann letztendlich könnte der Kurs sogar, und da sind wir wieder bei diesem etwas aus dem Fenster gewagten Kursziel, wirklich bis an die Tiefpunkte hier von diesem Jahr beziehungsweise vom letzten Jahr heranlaufen. Wenn wirklich die 1,11 fallen sollte und da sind wir hier irgendwo in dem Bereich, wo dann wirklich auch öfters mal bestätigt worden ist, dann ist davon auszugehen, dass der Kurs wirklich da noch weiter nach unten weggeht und diese Unterstützungszone zwischen 1,04 und 1,06 dann tatsächlich erreichen kann. Und ich wiederhole auch jetzt, bevor ich an den Stefano übergebe, nochmal ganz zum Schluss das Trading Setup. Ich werde es auch gleich in dem Screen auf Guidance posten mit den entsprechenden Charts dazu, sodass man sich das dann auch nochmal angucken kann. Das Setup ist bei dem Euro-US-Dollar-Limit 1,1950. Der Ausstieg bei 1,2120 und die Ziele 1,15, 1,14, 1,13, 1,11 und dann letztendlich das Maximalziel sozusagen 1,06 bis 1,04. Und damit würde ich heute letztmalig an den Stefano übergeben. Ja, danke schön. 20 Uhr ist es Punkt, aber wir haben ja Zeit, denn Champions League beginnt ja eh erst 8:45. Das ist dann die nächste Etappe für den heutigen Tag nach der Webinar-Reihe hier. So, und jetzt gehen wir mal gleich nochmal in das entsprechende Produkt-Setup. Also, ich mache es wieder, weil wir einfach jetzt hier auch nochmal, das machen wir beim nächsten Mal wieder mit Guidance, aber heute nochmal mit der neuen Seite.
Gehen wir in den Währungsbereich. Hier haben wir es, Währungen. Wählen dann Euro, US, Dollar aus. Short gehen wir jetzt, nicht long. Grün, Short ist rot. Und Short wollen wir gehen bei einem Bereich, wenn wir also jetzt oben nach hochgehen, 1,1950. Ja, fischen wir die Bullen ab nach oben, wenn wir da hochlaufen sollten in den Bereich. Und dann wollen wir suchen wir einen Stop-Loss von 1,21. Stefan, hast du gesagt, in etwa. Deswegen brauchen wir die Auswahl des Basispreises. Also Short, ich suche jetzt, liebe Teilnehmer, ein Stop-Loss oder ein Basispreis, Endlos-Turbo, mit einem Wert von 1,21. Und dann habe ich hier diese zwei Zahnräder, 1,2 und dann 0. Jetzt gehe ich hier 1,21 und dann habe ich schon hier ein Beispiel für ein geeignetes Produkt. Um Short zu gehen, eben beim Bereich von 1,1950 mit einem Stop-Loss, das sehe ich hier, sehen Sie hier von 1,2099, da werden Sie eben dann ausgestoppt, wenn wir eben hochlaufen sollten und eben nicht Short sind, dann wollen wir, wie Stefan gesagt hat, raus aus dem Markt, raus aus diesem Short US-Dollar und das können wir eben optimal dann erzielen mit so einem Short-Endlos-Turbo mit einem Basispreis 1,21 in etwa. Aber Ziel ist es auf der Unterseite, dass wir dann wirklich dann in die Region von 1,15 gehen mit so einem Trade, mit entsprechenden Möglichkeiten, hier eine ganz gute Rendite zu erzielen. Auch hier ein geeignetes Muster. Alternativ dazu, das eignet sich dann natürlich auch, eigentlich auch ganz gut, ist ein Put-Optionsschein, weil wir einfach auch, wenn wir vor allen Dingen schnell nach unten tendieren sollten, Anstieg der Volatilität haben werden, geübtes Thema hierbei mit einem Optionsschein, zum einen auf der Short-Seite Geld zu verdienen, aber auch aufgrund der gestiegenen Volatilität hier noch einen Schnappen mehr zu erreichen dadurch. Aber als grundsätzliches Produkt ist so ein Endlos-Turbo-Short durchaus das richtige Instrument. Ja, ich glaube, das Setup, Platin, Euro-Dollar haben wir heute abgedeckt. Stefan, du wirst hier in Guidance auf diesem auf unser Desktop, den SGM Active Trading Desktop. Hier hast du schon die Trading Setups eingestellt. Da stellen wir gleich heute Abend noch die entsprechenden Produkte rein über diesen Guidance Desktop. Das ist immer ganz schön, dass Sie im Nachhinein die geeigneten Produkte dafür sich nochmal aufrufen können, neben den Charts, die du hier eingestellt hast. Und dann ist es wie immer schon Zeit, auf das Webinar nächste Woche hinzuweisen. Das ist noch diese Woche hier. Gehen wir mal hier rein. Und dann haben wir am 13.12. die Wikifolio wieder zu Gast. Entweder Christian Scheidt oder einen Kollegen von Ihnen. Christian Scheidt von Wikifolio war ja letztes Mal da, hat uns seine Analysen vorgestellt. Jetzt ein neuer Referent, ein neuer Wikifolio-Manager mit seinen Trading-Strategien. Freue mich da auf jeden Fall auch wieder darauf. Und ja, wann seid ihr wieder dran? Das switchen wir wiederum auf die Seite von der Société Générale und zwar unter Service Kontakte Webinar. Das haben wir natürlich alles auch hier eingestellt, schön mit den ganzen Vorstellungen der Referenten. Wenn man da ein bisschen runterscrollt, sehen wir den Terminplan für nächstes Jahr und da sehen wir es hier am 10. Januar. Aber das ist genau gesagt vorhin, Stefan, treffen wir euch dann wieder mit Rückblicken und mit einem Ausblick mit 2, 3 neuen Basiswerten. Ja, das war's für heute. Noch ein Hinweis. Ja, wir bieten nicht nur Marktanalyse, sondern Service rundum. Auch für diejenigen, die heute Abend noch Fußball schauen wollen. Leipzig gegen Istanbul, heute Abend live im ZDF. Und natürlich der Kracher Real gegen Dortmund, auch wenn es für Dortmund um nichts mehr geht. Ich glaube, auf Sky wird das Ding übertragen, aber ZDF wird sicherlich auch noch darauf hinweisen. Die Bayern, die waren ja gestern schon dran. Und jetzt die restlichen Mannschaften. Nächstes Jahr vielleicht mit meiner Lieblingsmannschaft, Eintracht Frankfurt, mal war es nicht. Ich zumindest drücke die Daumen. Du, Stefan, für Bayern natürlich, oder? Als
Ja, Ja, Urpfalz, unbedingt. 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 Würzburg, da ist es nochmal in deiner Nähe. Die sind, glaube ich, wieder Ja, abgestiegen von der eher zweiten. Franken. Ja? Ach so, ah, das ist, nee, das ist zu weit Leidgeprüft. weg. Nee, okay, du bist schon Bayer. Gut, bist Bayern München-Fan. Gut. Das hat noch mehr Spaß, ne? Hat man ja gestern schön Ja, bestätigt. genau. Gut. Also ich freue mich auf jedenfalls auf den heutigen Abend. Zwei spannende Spiele neben den anderen und hoffe, dass Sie nächste Woche wieder einschalten zum Webinar, dann wie gesagt mit Wikifolio. Und euch sehen wir am 10. Januar wieder, dann hier bei der SG Active Trading Webinar-Reihe. Schönen Abend, vielen Dank und bis nächste Woche. Ja, von uns auch. Schönen Abend noch und viel Spaß beim Spiel.